Here we go. Hallo ihr Lieben, einmal ein kurzes Video zu einem anderen Thema, weil viele sagen ja, es passiert nichts. Ich sage, so verrückt war die Welt noch nie und wir erleben gerade ein Bühnenstück, ja, aufgeführt und geplant von einem Genie. Es ist alles wie eine Symphonie aufeinander abgestimmt, die Ereignisse, was überall geschehen. Die Menschen werden wieder verstehen lernen müssen, dass ihre Worte und ihre Gefühle Energien sein, die nicht einfach verschwinden. Und irgendwann ist Abrechnung, irgendwann müssen die Dinge ja, transformiert werden, damit sie aufgelöst werden. Und also meine Mutter ist jetzt 83 Jahre, die hat sich in ihrem ganzen Leben nicht daran erinnern können, dass wir irgendwann Nordlichter in Europa gehabt hätten. Aber manche Junge meinen, das ist ja nichts so Außergewöhnliches. Okay, ja. Wer sehen will, der sieht. Und die anderen, ja, wenn man durch den Hintern atmen muss, weil mein Kopf so tief in den Sand steckt, dann erkennt man natürlich gar nichts. Für die geschieht auch nichts. Die werden dann irgendwann die Augen aufmachen und sich denken, was ist denn jetzt passiert? Aber schauen, wie das weitergeht. Aber mittels der Apokalypse ist es schon wirklich, die läuft ja schon. Apokalypse ist griechisch und heißt eigentlich nur Offenlegung, beiseite ziehen der Schleier. Und es war noch nie alles so offensichtlich erkennbar, wenn man denn will, wie jetzt. Und weil es anders zieht, lebt nur nicht lang genug oder ist einfach voll ignorant. Was soll man da noch sagen? Aber das ist nicht schlimm, weil immer mehr erkennen, dass sich gerade extrem viel tut. Immer, seien wir uns einmal ehrlich, wir leben in einem offensichtlich rechtsbankrotten Staat. Egal, was für Land das ist. Die Polizei montiert leider Gottes immer mehr zu jungen Cowboys, wo einfach ja, durch die Waffen ihnen etwas gewährt wird, was an junge Menschen ohne Führung so an nicht gehen. Aber manche werden zu ja, egozentrischen Sadisten, die haben dann Spaß dran, ja, ihre Macht auszuspielen, zu zeigen, wer es sagen hat. Wir leben in einer Zeit, wo die Vereinzelung nicht mehr ärger gehen könnte. Wir produzieren Müll, bauen Scheiße, also ich mein, man kann Fernseher bauen, die ewig halten. Man kann die Dinge ja so bauen, dass sie halten, das müsste alles nicht sein. Und auf der anderen Seite jammern wir über die Müllberge, über die Verschmutzung, über die Abrodung der Wälder, hören aber nicht damit auf. Und das sind aber im Prinzip nicht die einfachen Menschen, sondern das sind die, was die Welt steuern und regeln. Und was uns dann die Schuld dafür geben oder uns beziehungsweise wir uns die Schuld dafür einreden lassen. Ich will, dass 90% der Menschen einfach nur im Frieden leben wollen und an das sollte man denken, wenn es jetzt dann vielleicht ein bisschen rauer und ruppiger wird. Wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert sterben und deshalb, man wird sehen. Das alte System wird gehen, sobald die Menschen aufhören, dem System ihre Energie zu schenken. Und deshalb, umso mehr Menschen Alternativen aufbauen, umso schneller wird die Transformation gehen, weil das alte System ist blutleer. Das ist ein Schmierentheater. Weil wer regiert denn da eigentlich?
Es ist eigentlich ein selbstlaufender Knast, wo jeder kleine Beamte sein Radl weiterspielt, aber eigentlich die Steuerung ganz oben eigentlich nur mehr Usin ist. Aber Demonstration war eigentlich eine Pflicht und kein Recht. Von daher hat eigentlich jeder Beamte und jeder Richter, jeder Anwalt, jeder Staatsanwalt, jeder Polizist die Pflicht, endlich dafür zu sorgen, dass in dem Land wieder Recht und Ordnung herrschen und nicht Willkür und ja, Sonderstatus. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Wenn du reinhockst, dann merkst du gleich, dass es gleich und gleich gibt. In diesem Sinne.